Die Erdmütterchen. An einem Neujahrsabend hatte ein Mann sich unterwegs verspätet und bog von der Straße auf einen Feldweg ab, um schneller heimzugelangen. Die Nacht war sehr still und ohne Sterne. Nur mit Mühe ließ sich der von Fußspuren eingetretene Pfad zwischen den mattschimmernden Schneeflächen erkennen. Wie der Mann schon in der Nähe seiner eigenen Felder zu sein vermeinte, sah er sich auf einmal vor einem breiten schwarzen Wasser, in das er beinahe hineingelaufen wäre. Erschrocken blieb er stehen und glaubte nicht anders, als dass er sich verirrt hätte, denn in seiner Gegend gab es keinen See. In der Ferne sah er zwei Lichtchen aufblinken. Sie spiegelten sich in der schwarzen Wasserfläche und glitten um den See herum. Als sie näher gekommen waren, erkannte der Mann, dass es zwei brennende Kerzen waren, die von zwei weiß gekleideten Jungfrauen in den Händen gehalten wurden. Sie sahen ganz anders aus als die Frauen im Dorf, viel zarter und feiner. Und die Flammen schimmerten durch ihre vorgehaltene Handflächen nicht rosig wie bei gewöhnlichen Menschen, sondern weiß wie durch Glas oder Eis hindurch. Als die Mädchen vor dem Mann angekommen waren, traten sie zur Seite, um ihn vorbeizulassen. Er aber blieb stehen und fragte: »Könnt ihr mir nicht sagen, was dies für ein See ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal.« Die eine antwortete: »Dieses Wasser ist aus den Tränen entstanden, die die Waisenkinder während des vergangenen Jahres auf der Erde geweint haben. Wir sammeln die Tropfen und hüten sie.« Und die andere fügte hinzu: »Nur in den Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr steigt dieser See nach oben an die Erde, und auch wir kommen nur in dieser Zeit an die Erdoberfläche.« »Also habe ich mich nicht verlaufen«, meinte der Mann nachdenklich, »und dies sind meine eigenen Felder. Aber wenn ihr hier bei mir wohnt, wäre es mir lieb zu wissen, wer ihr seid.« »Wir sind Erdmütterchen«, gaben die Mädchen bereitwillig Auskunft, »und leben von dem, was sich vor der Sonne und nach ihrem Fortgang von der Erde erhebt. Wir sorgen für das Wachstum der Pflanzen und behüten die Saaten.« Der Mann überlegte, dass es für ihn vorteilhaft sein müsste, sich mit diesen Mädchen gut zu stellen, und sprach: »Was kann ich euch dafür geben, dass ihr meinen Feldern Wachstum und Gedeihen verleiht?« »Leg an jedem Neujahrstag ein Silberstück auf diesen Stein hier. Damit machst du uns eine Freude.« Der Mann versprach es. Die Mädchen gingen an ihm vorüber und verschwanden mit ihren Lichtern hinter einer Biegung des Pfades. Der Mann stand schon nach wenigen Schritten, ehe er sich dessen versah, vor seinem Hof. Am nächsten Morgen, als die Neujahrsglocken läuteten und die Sonne mit blassem Glanz über die Schneeflächen schien, ging der Mann den Weg zurück, den er in der Nacht gekommen war. Aber nirgends konnte er den dunklen Tränensee entdecken. Am Rand einer Talsenke fand er den Stein wieder, den ihm in der Nacht die Erdmütterchen gewiesen hatten, und legte ein Silberstück darauf nieder. In diesem Jahr trugen seine Felder besser als je zuvor. Er wusste den Pflegerinnen Dank und versäumte auch am folgenden Neujahrstag nicht, seine silberne Opfergabe auf den Stein zu legen. Als er aber am dritten Neujahrsfest wieder vor dem Opferstein stand, reute ihn die kostbare Gabe, und er legte statt des Silberstücks einen rostigen Nagel nieder, den er unterwegs aufgelesen hatte. Am nächsten Tag wurde er von einem hässlichen Ausschlag befallen, der keine Arznei weichen wollte. Er begriff, dass die Erdmütterchen sich für seinen Betrug an ihm gerecht hatten, und ging reumütig aufs Feld und machte seine Verfehlung durch Niederlegen ganzer zweier Silberstücke wieder gut. Und siehe, da verschwand der Ausschlag. Seitdem versuchte er nie wieder, die Erdgeister zu betrügen, und blieb sein ganzes Leben lang in guten Einvernehmen mit ihnen. Er schenkte ihnen das Opfergeld, und sie vergalten es ihm vielfach durch reiche Ernten.